Schlussendlich geht es ja um den Benutzer. Wo er schlussendlich dann die Seite besucht. Und auch den Kunden, also für uns ist ja auch der Kunde, ist ja auch der Benutzer. Und was manchmal ein bisschen ein Problem ist, bei Projekten, bei großen und kleinen Projekten, das ist eigentlich egal die Größe, habe ich gemerkt, ist, dass man die Seite baut, macht und dann ist sie mal fertig und dann sagt, ja, wir sind fertig, jetzt muss nur noch der Inhalt rein. Wer hat das schon mal erlebt? Gut, die, wo jetzt ehrlich alle wahrscheinlich irgendwo, wo in dem Bereich oder was haben, ja, jetzt muss nur noch das fertig rein und dann sind wir fertig. Das gibt es in jeder Sparte eigentlich. Und es geht jetzt ein bisschen um das, also ich zeige keinen Quellcode mehr, keine Angst, sondern mehr, was ist Content First? Was kommt zuerst, der Inhalt oder die Gestaltung? Was ist dann die Meinung hier im Publikum? Was kommt zuerst? Es ist blöd, gell, der Titel vom Talk, aber es könnte ja auch anders sein. Inhalt. Die Gestaltung. Na, also jetzt, erfahrungsgemäß, seien wir doch ehrlich, meistens sagt der Kunde, ich will eine neue Webseite und ich will erst mal sehen, wie es ausschaut. Inhalt liefere ich dann noch, oder? Also so läuft es ja meistens. Und das ist eigentlich so der klassische Fehler, wo man anfängt, weil Gestalter ohne Inhalt ist nur Dekoration. Es ist so. Und Gestaltung ohne Inhalt ist auch nicht Design, weil Design ist zweckmäßig. Also hat einen Zweck und funktioniert dem Zweck entsprechend. Und ohne guten Inhalt ist auch die schönste Seite nutzlos. Ich kann euch mal eine Webseite erstellen, nur mit Lorem Ipsum Texten. Das bringt niemand was. Gut, das ist so die Wunschvorstellung von einem Projektablauf. Wir machen mal ein bisschen Struktur, was auch immer das ist. Dann machen wir Design und dann realisieren wir es und dann ist die Abnahme. Und dann kommt noch der Inhalt und dann gehen wir live. Und die weißen Sachen sind auch die Sachen, wo der Kunde dann noch ein bisschen mitarbeiten soll. Das ist so die Wunschvorstellung, das sogenannte Wasserfallprinzip. Es kann funktionieren, ich habe einfach noch kein einziges erlebt, was funktioniert. Außer wenn es funktioniert nicht mal bei einer Seite, wo nur ich für mich ganz alleine mache. Nicht mal da hat es funktioniert, aber ja. Weil meistens sieht es dann eher so aus. Man fängt mal bei der Struktur an, ist dann sehr schnell fertig, macht mal ein bisschen Realisation. Und ich muss ja anders anfangen. Es fängt alles beim Design an. Und im Design macht man halt mal so ein bisschen Struktur und Realisierung und dann geht es von der Realisierung dann irgendwann mal in den Inhalt und der Kunde hilft eh nicht mit. Dazwischen ist noch eine Abnahme ohne Inhalt. Dann machen wir ein bisschen Inhalt, dann merkt man, oh, jetzt machen wir wieder Struktur, weil das ja nicht stimmt. Dann muss man das Design wieder anpassen, weil es ja nicht mehr dran geht, weil ich jetzt zu viele Navigationspunkte habe und die Navigation leider so gebaut ist, dass sie nicht mehr funktioniert auf einem Bildschirm, außer man hat ein 35 Zoll ISO für 4000 Franken oder Euro Bildschirm. Und so dreht man dann seine Kreise und am Schluss sagt man, das Projekt ist zum Kotzen. Warum? Weil es einem schwindelig wird, weil man so viele Runden dreht und so viele Leerrunden hat. Und dann hört man dann so Sätze wie, eigentlich war es schon ganz cool am Anfang. Oder es hätte so schön werden können. Das sind alles so Sätze, wo man halt dann sagt und auch hört. Und ich glaube, fast jeder, wo entwickelt, hat es schon erlebt. Oder wenn man halt in anderen Branchen ist, ich habe das auch in der Baubranche erlebt, so mit gewissen Kunden, mit Architekten, wo dann immer andauernd alles gewechselt haben. Es gibt es halt immer und überall. Und eigentlich, was viel besser wäre, und das ist eigentlich auch ein Plädoyer, und klar, mir ist bewusst, der Kunde muss da mithelfen, dann muss ihn auch erziehen. Aber man kann die Leute nicht erziehen, sondern das muss man halt einfach via den Preis machen. Also meine Erfahrung, wenn man sagt, du willst Wasserfall, dann zahlst du einfach 5-mal mehr, dann überlegt es sich vielleicht 2-mal. Weil anders kann man die Leute halt nicht erziehen. Aber eigentlich das, wo funktioniert vom Ablauf her, ist, dass wirklich zuerst mal, dass eine Struktur erstellt wird und dann nicht von irgendeinem, wo das dann sagt, ja, ich bin jetzt ein Designer und ich mache eine Struktur, sondern wirklich von UX-Experten, also Leute, wo
Forschung quasi betreiben und nicht, es muss schön ausschauen, sondern wo Forschung betreiben, welcher Inhalt ist wichtig, wie wird es gewichtet, welche Personen haben wir auf unserer Webseite, was ist die Zielgruppe. Das ist so richtig eine mühsame Arbeit, aber es ist sehr, sehr wichtig. Und aus diesem Wissen kann dann erst der richtige Inhalt produziert werden. Also ein Beispiel, vor x Jahren haben wir eine Landingpage gemacht für eine Architektursoftware und der Kunde hat gesagt, BEM ist ganz wichtig. Für Schweizer Markt war das. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht von Tausenden von Architekten und auch noch Einzelgespräche mit Architekten und all das. Herauskam, ja, BEM, schon gut, aber Schnittstellen sind wichtig. Und der wollte Schnittstellen ganz unten auf der Seite haben. Ist aber auch eine Stärke von seinem Tool, dass er alle Schnittstellen anbietet, mehr als andere. Dann haben wir halt das ein bisschen hervorgehoben und gesagt, wir führen die Leute dann auf das andere Thema hin. Wir bauen es auf das auf. Und ohne diese Forschung wäre man nie drauf gekommen, dass jetzt das den Architekten am wichtigsten ist und am meisten Kopfschmerzen bereitet. Eben aufgrund vom Inhalt kann dann wirklich erst das Design und die Realisation passieren und in dem auch wirklich ein sauber immer wieder Abnahme, ist es jetzt gut, ist diese Komponente, wenn man halt komponentenbasiert arbeitet, was ich empfehle, kann man dann auch einzelne Komponenten schon abnehmen und sagen, das habt ihr jetzt abgehakt, das ist fertig, sogenannte Sprint sagt man dann dem. Und wenn dann das alles mal so rund ist, kann man dann live gehen und man kann sogar live gehen, bevor vielleicht alles fertig ist und sagen, ja, wir gehen jetzt schon mit einem Teil live, weil wir wollen jetzt mal was draußen haben. Und der weitere Vorteil ist, der Kunde weiß immer über alles Bescheid. Ja, also meine Tochter fährt mit dem Teil noch nicht rum, aber dauert wahrscheinlich nicht mal allzu lang. Aber das ist super für sie. Meine Tochter ist jetzt 1,5 Jahre alt. Aber für die Tour de France wäre es jetzt nicht so das richtige Werkzeug. Stimmt ihr mir sicher ein? Egal wie hochgezüchtet das Teil ist. Das ist dann nicht mehr so relevant. Also das kann dann ein voll cooles Interface haben zum Beispiel. Aber ich brauche das richtige Tool. Und das richtige Tool sieht halt eher so aus. Und für gute Ergebnisse braucht man das richtige Werkzeug. Und meiner Meinung nach ist für Content First, für diesen Ansatz, Neos das richtige Werkzeug. Das könnt ihr in einem alten Sack glauben. Ich erzähle mal ein Beispiel von Schultes. Die Seite ist vor 3 Jahren online gegangen, hat jetzt auch schon wieder diverse Iterationen hinter sich und ist auch wieder gewachsen, aber hat ein paar ganz spannende Eckdaten. Hat 4 Sprachen, Schweizer Markt, hat 3 Regionen, sprich international, österreichischer Markt, ich weiß auch nicht, warum der österreichische Markt extra behandelt wird, und die Schweiz. Ich muss noch sagen, Schultest, was machen die? Die machen, die waschen deine Wäsche und trocknen sie. Und sind halt der Rolls-Royce unter dem Markt, aber die Dinger halten auch 30 Jahre, also sind wirklich stabil. Eben 1500 Assets, ich glaube inzwischen sind es mal 3-4 Mal so viel, 8000 Nodes, das ist alles Daten vom Kickoff. Also in dem Moment, wo wir live gegangen sind, waren das die Daten. Und es waren 50 Manntage Filling, also wo Inhalt erstellt wurde. Kickoff war im August und Go-Live war im September. Wow, ja, welches Jahr? 3 Jahre, 2016. Ja, ist das Gleiche, ja, ist das Gleiche. Ist das Gleiche, ja, ah, so meinst du, ja, 1 Monat. Ist eigentlich nicht wirklich möglich. Und ohne Content First wäre es Minimum 2 Monate später möglich gewesen. Also ich muss sagen, Kickoff, die Struktur stand beim Kickoff und das Design stand beim Kickoff. Das war schon gemacht damals, aber quasi ich habe im August angefangen und im September sind wir live. Also sprich 2 Monate Entwicklungszeit, wenn man sagt Anfang August, Ende September, könnte es ja auch so sein, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber so um den Dreh, 1,5 Monate Zeit. Die Seite sieht so aus. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein Film oder ist das kein Film? Ich glaube schon, oder?
Es ist ein Film. Man sieht Waschmaschinen, man hat da so eine 3D-Ansicht, wo man dann schauen kann, wie das ausschaut. Man hat da verknüpfte Sachen, Ausstattung, Downloads, Programme, man hat eine Händlerkarte mit Händlersuche, alles Mögliche drin, was sie auch noch interessieren könnte. Und was dann auch danach noch gekommen ist, nach diesem Kickoff, ein paar Monate später so ein quasi, ich habe 5 Katzen und 3 Hunde und ein Meerschweinchen, was brauche ich für eine Maschinehelfer? Das war sowas, wo wir gesagt haben, das machen wir nach dem Go-Live. Aber das haben wir dann noch gebaut, das war auch ganz nett. Und dann wurden die Leute halt immer die ein bisschen zu teure Maschine vorgeschlagen. Wie es halt ist, Marketing oder also. Gut. Und übrigens, man kann beim Neos das Login-Screen auch hinten dran ändern. Das Kunden gefällt das immer wieder, wenn man das macht. Oh, das ist so schön. So ein kleiner Trick. So sah das Feeling aus nach ungefähr ja paar Tagen Arbeit. Habt erstmal die, ich habe, wie wir vorhin gesehen haben, diese No-Types definiert, durchstrukturiert, das, wo ich halt machen was konnte. Und ich habe gewusst, okay, das, was meistens zu tun geben wird, sind diese blöden Produkte. Also habe ich mich mal auf diese Produkte gestürzt und habe das alles angelegt. Auch mit so ein paar Verknüpfungen. Was haben sie für Energielabels und was sind die Fähigkeiten von dieser Maschine? Aber die Redakteure haben quasi alles in dieser Ansicht, haben sie diese Produkte ab. Also die haben diese Produkte so eingefüllt, die haben so die Texte erstellt, so das geschrieben, diese Beschreibungen und auch die Mehrsprachigkeit, alles so abgewickelt. Das war ein eigener Raw-Edit-Ansicht in diesem Projekt. Und es hat super funktioniert, weil ich wusste noch nicht, wie ich das genau mit den Bildern mache und wo die genau hinkommen. Und ganz am Anfang haben wir mit dieser 3D-Ansicht auch noch nicht genau gewusst, wie wir es dann machen. Aber haben wir gesagt, jetzt das normale Ansicht braucht man eh auch. Und so ist es dann immer gewachsen und haben gesagt, so, jetzt haben wir da noch eine neue Eigenschaft, jetzt müsst ihr das dann dort bei jedem Produkt noch nachtragen, aber so konnte das überhaupt entstehen. Und das Coole war, dass dann aufgrund von diesem Inhalt das Design dann finalisiert wurde, man hatte schon so ein bisschen eine Richtung, man hat ein Moodboard, man hat ein paar Screens gehabt und man hat gesagt, ja, in die Richtung könnte es dann gehen, aber wir müssen zuerst jetzt mal die Struktur machen, sonst reicht es eh nicht mehr für den Go-Live-Termin. Und hier sieht man es eh, Inline-Editing live. Mit dieser Hilfe eigentlich quasi, dass der Redakteur auch bereit war zu sagen, ja, ich erstelle jetzt den Inhalt, ohne dass ich sehe, wie es aussieht. Wir mussten ihn am Anfang richtig überzeugen, ja, das wird am Schluss dann wie eine Seite ausschauen, aber nein, wir sammeln jetzt einfach Daten. Und es waren ziemlich viele Daten, wie ihr hier gerade seht, also da mit Features und Look and Feel und Referenzen und so weiter und so fort. Das war schon gut gefüllt. Konnte der Redakteur das erstellen und später ging er dann halt, ist er wieder schon fertig oder ist er noch am Laden? Jedenfalls sah es später dann so aus. Konnte dann zwischen den zwei Ansichten umstellen. Und das Spannende, was ich da gemerkt habe, ist, dass der Benutzer mit der Zeit, dass die dann gar nicht mehr auf der Ansicht diese Inhalte erstellt haben, sondern die sind dann lieber immer zurück in den Raw-Ansicht zurückgesagt, weil sie gesagt haben, ja, da habe ich die kleinen Zwischentitel, da weiß ich, um was es geht, da kann ich mich viel besser fokussieren und bin nicht so abgelenkt. Das war dann noch so ein spannender Nebeneffekt, wo ich nicht gedacht habe. Aber am Anfang hat es einfach wirklich mehr Überzeugungsarbeit gekostet, dass die Leute das überhaupt machen. Aber es war enorm wertvoll, diesen Content-First-Ansatz zu gehen. Und das Coole, das ist halt möglich, weil ich eine Node erstellt habe wie ein Produkt und das hat ganz, ganz viele Properties gehabt. Kurzbeschreibung, Beschreibung, diese Features, diese Verknüpfungen. Und musste gar nicht wissen, wie das dann ausschaut, sondern ich habe dann die Daten, mit den Daten kann ich dann alles machen, was ich brauche. Gut. Was bedeutet Content First? Das heißt Fokus. Also der Kunde oder der Redakteur kann sich auf das fokussieren. Es gibt auch deswegen zum Beispiel bei einem Schreibprogramm wie von Pages auch einen sogenannten Fokusmodus, wo die ganzen Klickipunkte die Icons ausgeblendet werden und es geht nur um Schreiben. Das kommt immer mehr auf, so Schreib-Apps, wo auch keine
irgendwelche störenden Interfaces haben, sondern nur schreiben, ist genau das Richtige. Da kann man mit Neos wirklich sehr saubere Sachen aufbauen. Und meiner Meinung nach und auch die Erfahrung zeigt es, dass wenn ein Kunde dieses Wagnis eingeht, weil am Anfang ist es für den Kunden ein enormes Wagnis, dass er sagt, ich sehe aber nicht, wie es aussieht, dass dann schlussendlich weniger Fehler und mehr Kontrolle möglich sind, weil einfach die Inhalte schneller fassen kann und nicht so abgelenkt ist vom Design. Viel schneller sieht, wo ein Fehler passiert. Und das haben wir dann bei diversen Seiten gemacht. Also hier ist so eine Seite von Swiss Printers. Das war jetzt auch nicht eine Riesenseite, die war eher klein, aber trotzdem muss man das dort genau gleich machen. Dort haben wir auch Produktionszeit extrem kurz halten können. Und wichtig ist einfach auch zu sagen, hey, es funktioniert bei größeren Seiten, wo viel drauf ist, wie die Seite, da ist ziemlich viel drin, das ist nur ein Unterpunkt, wo da offen ist, mit extrem coolen Fotos. Und im Backend sieht es dann halt so aus zum Beispiel. Also ich baue sogar immer ein bisschen in den Farben vom Neos Backend des Zeugs dann auf. Inzwischen, dass der Benutzer wirklich merkt, ich bin hier gar nicht mehr im Frontend, ich bin wirklich im Backend und ich verarbeite irgendwelche Daten. Und hier füllt er zum Beispiel eine Tabelle auf für Gebrauchtwarenbörse und kann dann Filter anlegen. Und ihr seht auch hier, ich habe das da hier so angedeutet, wenn es jetzt einen Anschluss nicht gibt, kann er direkt sagen, ich habe jetzt hier einen neuen Anschluss, dann erstellt es ihm den Node-Type am richtigen Ort, dass er dann den Anschluss erstellt hat. Also er kann das extrem effektiv erstellen. Und immer wieder, das wirklich kann ich euch wirklich ans Herz legen, so das so aufzubauen, was wirklich enorm cool ist, weil der Kunde erstmal auch auf den ersten Blick erkennt, ah, jetzt bin ich in einem quasi Backend-Bereich, auch wenn ich immer noch in der Frontend-Seite bin. Aber er füllt halt so seine Daten und erstellt die so. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ein sehr großer Vorteil. Das geht dann genau gleich auch bei ganz, ganz kleinen Seiten wie die hier. Die Seite hat 4 Seiten und ist trotzdem eine Neos-Seite geworden. Das Logo ist nicht so schön, aber der Rest ist ganz schön geworden. Das Logo durfte man nicht ändern. Kennt man. Aber selbst bei so kleinen Geschichten kann man das wirklich sehr, sehr fein abbilden. Und was ich auch noch ganz kurz anreißen will, bei Content First ist ja immer so der Punkt SEO. Und das ist eigentlich genau gleich möglich. Ich habe hier ein kleines Beispiel, ein Screens im Inspektor. Kann ich dann sagen, ja gut, hier Beschreibung dazu machen. Seit neuestem macht man da dann so Icons rein, weil es anscheinend besser auffällt, hat uns die SEO-Abteilung erzählt. Oder auch halt Open Graph-Geschichten, wenn das dann verlinkt wird via Facebook, dass dann halt das richtige Bild kommt und so weiter und so fort. Und mit so diesen Ansichten, wo man im Backend hat, diese Content-First-Ansicht, die kann man auch noch viel weiter gehen. Man kann nämlich auch gewisse Tools in Neos integrieren, wo dann einfach sagen, ob der Text auch wirklich gut ist. Also das ist jetzt hier ein Beispiel, wo ich da zeige von Yoast. Der Screenshot ist von der Version, wo in den nächsten Tagen herauskommt. Das ist noch nicht live, aber das kommt in den nächsten paar Tagen mit der Version 1.0 released. Und da sieht man, okay, hier sagt er, hier fehlt das, das ist nicht ganz korrekt, das ist nicht ganz korrekt. Da fehlen ein paar Image-Alt-Attributen, gute Resolte, ist die Länge vom K-Phrase und Textlänge und alles Mögliche. Wird es sehr schön aufgelistet und bewertet, was jetzt auf dieser Seite gut ist und was weniger gut ist und wo man noch Improvement schaffen kann. Und mit so Tools kann man enorm einfach einem Kunden dann eine Möglichkeit geben, dass er noch viel seinen Text noch mal viel tiefer verbessern kann. Neben Yoast gibt es auch Integrationen für Wilson von IBM und so weiter und so fort, wo man dann sagen kann, ja, ich will jetzt einen emotionalen Text schreiben, dann gibt er einen Tipp, wie man jetzt die Wörter verwenden soll. Ich weiß nicht, Watson, geht es schon auf Deutsch oder ist es nur Englisch? Weiß das jemand? Keine Ahnung.
Jedenfalls, wenn es da Service gibt, kann man die wirklich enorm einfach in Neos integrieren und auch sehr nice inzwischen halt mit dem neuen UI kann man sehr schöne, nette Editoren, also so Inspektor-Elemente bauen oder eben wie hier so eine Ansicht, wo man dann wirklich so eine Bewertung sieht, okay, ich bin jetzt hier im grünen Bereich, es könnte auch rot sein. Das ist wirklich, macht das Leben sehr viel einfacher. Und der Kollege, wo da das gebaut hat, der Sebastian, der war bei Yoast selber dann eingeladen auch, war an der Konferenz. Und die haben ihm dann das Feedback gegeben, sie waren erstaunt. Neos war das einzige Projekt, wo sie nichts mehr ändern mussten, wo eigentlich alles perfekter von der Einbindung her. Es hat von Anfang an perfekt funktioniert. So quasi, die waren selber erstaunt, wie einfach sich das hat integrieren lassen in das System. Und das finde ich eigentlich auch so eine schöne Anekdote zu hören, dass man sagt, hey, ich kann hier wirklich jegliche Dienste anbinden. Es sind dann noch andere Dienste in Planung, mit Bildern, Geschichten, da gibt's, sind wir sehr, sehr offen. Und wenn ihr auch selber Ideen habt oder irgendwas sagen wollt, hey, ich habe da eine Idee oder ich habe so einen Dienst, wo ich irgendwie verwenden würde, kommt auf uns zu, sprecht uns über das. Die kann man wirklich in der Regel ohne Probleme anbinden. Also Bilder zum Beispiel, wir haben jetzt bei einer größeren Seite Pixio eingebunden. Funktioniert super, wo die Assets aus einer externen Quelle herkommen und generiert werden, wo alles schön sauber vertagt ist. Oder haben auch externe Quellen von Unsplash, Pixels und alles, was es möglich ist, was es da gibt. Die kann man alles sehr einfach einbinden. Gerade in der neuesten Neos-Version geht das wirklich sehr, sehr gut. Ja, das wär's. So zum Schließen, für mich ist Neos wirklich nicht nur ein extrem cooles Tool geworden, sondern wirklich, das hatte Dave eh auch schon gesagt, für mich ist Neos wirklich so ein Stück Familie geworden in all den Jahren, weil das nicht nur das Programm ist, wo mir wirklich taugt, wo wirklich mir extrem viel Spaß macht. Also mein Beruf hat mir immer Spaß gemacht, aber jetzt halt noch mehr. Und es ist wirklich, die Leute sind inzwischen wirklich Freunde geworden. Und das ist enorm schön. Also das habe ich selten erlebt, dass in so einer Community so eine herzliche Wärme ist. Man macht irgendwas und vielleicht ist es gar nicht so gut, aber man kriegt nicht als erstes eine Kritik, sondern ein großes Danke. Und deswegen kann ich das nicht nur von der technischen Sicht her empfehlen, sondern auch von der menschlichen Sicht her. Das finde ich bei einer Open-Source-Community enorm wichtig. Wie sind die Menschen drauf? Und ich kann nur von meinem Standpunkt aus sagen, das, wo ich erlebe mit den Jungs und mit den Mädels, wo man da zusammen das werkeln kann, es macht enorm viel Spaß, es ist enorm schön und es ist wirklich ein Stück Familie geworden für mich. Also quasi, das ist ein kleines Familienfest für mich. Ja, das wäre es von meiner Seite. Das ist Schweizerdeutsch, es gibt das nicht geschriebene, also es wird nie eine Website auf Schweizerdeutsch geben, aber das heißt danke vielmals. Merci vielmals.